Ja, hallo und herzlich willkommen, meine Trader-Gang. Ich habe heute noch schnell, wirklich ein sehr kurzes Video. Und zwar auf einen Kommentar, ja, der war gerade für mich so lustig, für mich selbst. Ich will hier keinen denunzieren, aber echt, ich habe gerade einen Lachkrampf gekriegt und so bei einem Kommentar. Ist keine Denunzierung, wirklich keine Denunzierung. Aber ich muss halt eben lachen. Und aus dem Lachen mache ich halt schnell ein Video hier noch. Der Trader hier. Trader88 hat geschrieben, leider muss ich sagen, dass die Kurse, die Quotex verwendet, massiv von seinem MetaTrader 5 vom Admiral Markets ein sehr guter MT5 abweichen. Erstes Mal traden wir mit dem MetaTrader 4 und Meta 5 sowieso nicht. Ich habe den Minutenchart verglichen, beispielsweise bei Euro US-Dollar. Eine Katastrophe. Ich dachte zunächst, mich in Währung geirrt zu haben, aber US-Dollar-Yen, 5-Minuten-Chart, Abweichung über mehrere Kerzen. Grün statt Rot und vice versa. Fantasiekurse werden geboten, schreibt der Trader88. Natürlich habe ich das gleich mal recherchiert und wir gehen mal auf Quotex hier. Ich habe den Euro-US-Dollar drin und hat die größte Plattform überhaupt im Web, TradingView. TradingView, meine Freunde. Ich habe TradingView hier drin und habe den Live-Chart von TradingView eben auch drin. Und wir können sehen hier 1,2159 bei Quotex und 1,2142 bei TradingView. Also hier 46, 48, die sind gleich auf einen Pip, ein, zwei Pips. TradingView, meine Freunde, und Quotex haben den gleichen Chart. Sehen wir hier 1,21041, 1,21038. Also sind mehr oder weniger gleich. Also. Dann kommen wir mal zurück auf den Trader 88, mein lieber kleiner Trader-Gang-Kollege. Da würde ich mir mal große Gedanken machen, welchen MetaTrader 5-Anbieter du hast, erstens mal. Und MetaTrader 5 traden wir sowieso nicht. Aber Junge, warum schaust denn du da nicht erstmal auf die beste Plattform, größte Plattform TradingView, ob die Kurse da übereinstimmen? Da siehst du jetzt mal, dass dein Admiral Markets MT5-Anbieter wahrscheinlich bei der unendlichen Geschichte Teil 28 seinen Kurs zieht. Also kann der schon mal kein guter Broker sein, wenn der ganz anders ist als Quotex und TradingView. Also was ist da wohl falsch? Ich denke, da ist dein Admiral Markets für den Arsch. Für den Arsch. Und ich finde es halt wirklich schade, dass die Leute dann erstmal solche Kommentare hier ablassen. Fantasiekurse von Quotex und so. Mensch, Jungs, ehe ihr solche Kommentare absetzt, macht doch erstmal eine Recherche, so wie ich. Macht eine Recherche und dann schaut, ob es wirklich stimmt, ob nicht wirklich der Fehler womöglich bei euch selbst liegt. Also es war ein kleines Antwortvideo auf diesen Kommentar und auf die Fantasiekurse. Ja, mach dir Gedanken, mein guter Trader 88, 888 und trade mit dem MT4, womöglich mit RoboForex. Denn du siehst ja, Admiral Markets ist dann wohl leider im MT5 für ein Arsch. In diesem Sinne, meine Trader Gang, Happy Trading, Quotex Baby.